Willkommen zurück zu einem neuen Part bei Familie Thompson. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn ich habe etwas Kleines geplant. Nach dem Tag, wo wir mit den Teenies in der Schule waren und die Piper kennengelernt haben. Für die Piper habe ich nebenbei noch die Familie erstellt. Die wird nämlich jetzt in den zukünftigen Folgen eine kleine wichtige Rolle spielen. Aber heute geht es nicht um die Teenies, sondern um unsere süße, hübsche Emmy. Ja, sie ist gerade angerufen worden vom Cray. Die beiden sind jetzt gerade ein bisschen am Plaudern. Auch wenn er jetzt gerade gesagt hat, er ist am Schlafen. Tun wir es einfach, als hätten sie ein bisschen telefoniert. Und er hätte sie nach einem offiziellen Date gefragt. Das werden wir jetzt direkt in Angriff nehmen. Um Verabredung bitten. Natürlich müssen wir jetzt die Emmy das auswählen lassen, aber wir tun so, als hätte er sie gefragt. Er hätte gesagt, hier Emmy, ich möchte gern offiziell mit dir auf ein Date gehen und einfach mit dir weiterreden. Mich nochmal, ja, dir zeigen, dass ich einfach auch anders kann. Wow. Emmy hat sich erstmal voll aufgebrezelt. Wow. Gut, er ist halt ein sehr alter Vampir. Er hat Vermögen, das steht außer Frage und er nimmt halt Emmy direkt mit in so einen super guten Club, wollte ich jetzt schon sagen, super Restaurant. Ihr kommt mal bitte zusammen hier hin und lädt sie halt direkt zum Besten ein und möchte ihr halt wirklich zeigen, er ist anders, er möchte ihr das zeigen und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt so wird. Wir werden jetzt mal um einen Tisch bitten. Mal gucken, welchen Tisch wir bekommen. Das finde ich immer sehr interessant, weil das ja voller Zufall ist. Und? Haben wir unseren Tisch? Wo werden wir jetzt hingebracht? Hallo Bianca, schön, dass du hier bist. Aber wir haben hier unseren Tisch bekommen. Das finde ich aber schön. Vielen Dank für den Tisch. Gefällt mir sehr gut hier hinten. Oh, er ist voll errötet. Er ist voll kokett. Dann werden wir ihm erstmal Hallo sagen, ganz freundlich sagen, hey, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ein bisschen verwundert. Oh mein Gott, jetzt sind sie beide kokett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gucken, ob wir hier ein bisschen was füllen können, dass sie so gemeinsame Erinnerungen aneinander haben. Wir gucken direkt mal ein bisschen romantisch. Über die Ex-Fragen ist vielleicht nicht so gut. Sie könnten ja vielleicht mal die romantische Kompatibilität diskutieren, oder? Wäre das nicht eine gute Idee, wenn man das mal versucht? Und dann können wir nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und sie sind beide voll kokett. Ich flipp aus. Oh mein Gott. Krass. Was ist denn das jetzt? Make a funny flirty comment. Ja, dann versuch das doch einfach mal. Und wir gucken, wie er so darauf reagiert. Beide sind voll kokett. Ich fasse es immer nur, die sind so kokett. Das ist so krass. Ich bestelle derzeit mal für den Tisch. Krass, oh mein Gott. Es ist immer noch so ein bisschen so ungewohnt, weil ich weiß, was er halt gemacht hat. Aber es gibt auf jeden Fall nichts Alkoholisches, das steht schon mal fest. Dann kriegen sie beide halt Mineralwasser. Immerhin etwas, oder? Oh mein Gott, sind die kokett. Oh mein Gott. Sind die kokett. Glaubt mir das einer, ey. Gut, sie würden dann mal einfach die Beziehungsideale diskutieren. Wir versuchen es einfach mal. Sie sagt ihm halt, der Shane, sein Lied hat wieder uns, boah, 693 Simoleons, boah, krass. Emmy, du hast ja auch so viel Geld mit nach Hause gebracht. Sie erzählt ihm halt, was wichtig für sie ist. Sie erzählen halt auch, oh, da läuft eine schwangere Christa durchs Bild. Christa, darf ich gucken bei dir? Darf ich gucken? Du bekommst einen Jungen. Herzlichen Glückwunsch. Vor allem, sie ist voll glücklich. Oh, du hast einen Tisch direkt neben uns. Das finde ich aber schön. Das finde ich schön.
Aber Christa hat direkt so, oh nein, Cray. Direkt so, nein, das kann nicht sein, das geht nicht. Kann sie mir mal die süße Nichtigkeit dann zuflüstern? Ich finde es immer noch voll krass, dass er sie direkt in so einen Luxusschuppen ausführt, wo sie sich direkt so schick gemacht haben. Ich finde das voll süß. Ja. Was war das? War das so ein flüchtiger Versuch und dann direkt so, nein, lass das. Oh Gott, oh Gott. Ich möchte es aber bitte nochmal versuchen, okay? Ja, ja. So süß, die beiden. Was macht ihr jetzt? Plaudern, okay? Lomish Anquamrabalfa Nibnab Renglar Mogarish Brenabel. Voll süß. Also ich bin immer noch so, einerseits so, boah, die sind so ein süßes Paar. Andererseits denke ich so, boah, das ist so, das ist so ein bisschen, auch ein bisschen noch komisch vom Bauchgefühl her, weil ich halt weiß, was er halt alles gemacht hat und wieso, das weiß sie ja noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall flirtet sie mit ihm. Er geht drauf ein, ist voll schön. Was erzählt er ihr jetzt? Irgendwas erzählt er ihr auf jeden Fall, okay. Jetzt, oh, sie flirtet. Sie hat von sich aus geflirtet. Was jetzt? Jetzt möchte sie ein lustiges, flirtiges Kommentar abgeben, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Emmy macht. Ich versuche jetzt mal die Finger wegzulassen, einfach zu gucken, was die beiden so machen. Was macht er jetzt? Für immer. Oh, wie süß. Oh Gott, sind die süß. Zephys, Wanifes, Wano, Anabur. Oh, ich finde das voll schön für die Emmy, nach allem, was so war. Auch wenn wir wissen, okay, gut, er hat ihr das in dem Sinne angetan, hat sie verwandelt. Aber die Beziehung ist, also das ist halt auch irgendwie anders als zum Leo, finde ich jetzt. Also das, kann man das so sagen, dass das so eine erwachsene Romanze ist und das, was sie mit Leo hatte, war so ein Teenie-Gedöns? Irgendwie so, kann man das irgendwie verstehen, wie ich das meine? Dann kannst du noch meine tiefgründige Unterhaltung führen. Haben wir jetzt hier eigentlich mal Gefühle erhalten? Nö, immer noch nicht, gell? Du kannst ihm ja mal sagen, hier, Cray, ich fühle mich schon sehr zu dir hingezogen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das deuten soll, aber ich fühle mich schon zu dir hingezogen. Also, das hat sie ihm jetzt gesagt. Sie kann ihn mal kokett ärgern, stimmt, oder? Das ist jetzt nicht so schlimm. Hey, wieso macht denn ihr das nicht? Ich will das, dass ihr das macht. Bitte, los. Kokett ärgern. Hey, wieso macht ihr das nicht? Schade. Dann machen wir halt irgendwas anderes. Wir haben hier so viel zur Auswahl. Mach hier mal ein Kompliment über das Aussehen. Voll süß. Oh mein Gott, der ihr Liebesbalken steigt und steigt und steigt. Was macht ihr? Ihr plaudert. Voll süß. Also ich bin echt so ein Zwiespalt, so richtig so, oh mein Gott, dann wird er so, oh. Aber ich finde, sie hat auch ihr Glück verdient und irgendwie, es muss ja auch sein Gutes dabei haben, oder? Posierst du jetzt erstmal, ha, Cray? Hin und weg von den beiden, so süß. Was habt ihr jetzt gemacht? Hat er dich gerade, oh mein Gott. Er hat sie gerade gefragt, ob sie seine Freundin sein will. Oh mein Gott. Oh mein Gott, unsere Emmy hat einen festen Partner. Turteltäubchen, fester Freund. Oh mein Gott, ich glaube, ich flipp aus. Oh mein Gott. Er hat sie tatsächlich gefragt. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Ich glaube, ich drehe durch. Ich weiß, ihr kugelt beide ein bisschen, gell? Die Emmy mehr als der Cray. Oh, wie süß.
Sharuna Annaberverick. Voll schön, voll schön. Aber es wird bewölkt, Leute. Also, es wird besser. Es wird besser. Oh, haben wir ein Geschenk? Was denn für ein Geschenk? Oh, ein lustiges. Geil. Aber hey, sie brutzeln schon mal nicht mehr. Also bitte. Ach, wie süß. Oh mein Gott. Leute, ihr macht mich fertig, ihr zwei. Ihr macht mich wirklich fertig. Komm, wir machen jetzt hier mal den freundschaftlichen Balken voll auf. Gib mal Geselligkeitstipps. Kannst mal eine schlüpfrige Frage stellen. Voll krass. Ich bin ja mal gespannt, was ihr dazu sagt. Was die beiden da heute so fabriziert haben. Was macht ihr? Ach so, schlüpfrige Frage stellen. Voll süß. Wir werden ihn trotzdem mal zur Runde hinzufügen. Aktion. Runde bilden mit dem Gray. Nicht, dass er direkt die B gemacht. Das wäre nicht so schön. Hey! Komm zurück. Oh mein Gott, wie krass. Ich habe die beiden sich jetzt mal da hinten hinsetzen lassen. Ich hoffe, er wartet jetzt, bis sie da ist und rennt jetzt nicht wieder direkt woanders hin. Oh mein Gott, die beiden hatten einfach ein Date. Er hat sie total schick ausgeführt. Und wieso kannst du das nicht machen? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso kannst du das nicht machen? Hm? Dann bringe ihn mal am Ständchen, vielleicht klappt das. Auf jeden Fall, ja, hat er sie dann gefragt, ob sie seine Freundin sein will. Jetzt, ja, irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Warum auch immer. Es möchte nicht so, wie ich möchte, aber okay, gut. Ich denke, dass wir vielleicht jetzt auch die Folge an diesem Part beenden. Das Date war wow. Ich bin immer noch total hin und weg. Ich bin immer noch so hin und weg und weiß gar nicht so hin, wo mit meinen Gefühlen. Ich finde es immer noch so, oh mein Gott, er hat sie ja verwandelt, er hat sie da dann liegen gelassen. Ich habe halt immer noch so ein bisschen Angst um unsere Emmy und weiß halt nie so genau so, oh, Emmy, ich behandle sie halt wie so ein rohes Ei. Ich weiß nicht, ob das so, man das so mitbekommt, aber ja, es ist halt meine Emmy-Maus. Sie hat viel durchlebt, ich wünsche ihr wirklich nur das Beste. Geht er jetzt nach Hause? Okay. Emmy, und was sagst du? Ich finde, sie ist sehr glücklich. Jetzt möchte sie singen üben sogar. Also ich finde, sie ist sehr glücklich. Sie macht auf mich einen sehr positiven Eindruck. Also ich glaube, das würde ihr sehr gut tun, diese Beziehung mit Gray. Wir gehen es natürlich langsam an, das steht außer Frage. Aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung, wenn ich sie mir so angucke. Ich hoffe natürlich, dass ich mich nicht irre, ne, meine hübsche Emmy. Gut, genug rumgesülzt und rumgelabert. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Unsere Emmy wünscht dir den auch. Und sie freut sich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und wir gucken dann einfach mal, was wir so weitermachen. Ich hoffe sehr, dass du dich auf den nächsten Part freust. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.